Laute Gitarrensounds, kreischende Fans und eine Riesenshow. Allerdings ohne Instrument. Das ist die Luftgitarren-Weltmeisterschaft in Finnland. Teilnehmer aus 10 Ländern machen damit. Auch der Deutsche Daniel Moordrive Oldemeyer. Und eine Jury bewertet das dann nach Originalität, Hingabe, Bühnenpräsenz und Technik. Das Ganze heißt dann Airness. Die Bühne rocken und dabei nur so tun, als hätte man ein Instrument in der Hand. Show ist alles bei der Weltmeisterschaft der Luftgitarristen im finnischen Oulu. Virtuosin ohne Sound aus Deutschland, Aline Westphal, Künstlername des Teufels Nichte, Eventmanagerin aus Hildesheim. Als Rockmusikfan ist es auch cool, so ein kleiner Rockstar zu sein, ohne wirklich einer zu sein. Aline ist ein Star in der Szene. Die meisten Luftgitarristen sind männlich. Nur zweimal ist eine Frau Weltmeister geworden. Eine davon ist Aline. Dieses Jahr tritt sie in Oulu außer Konkurrenz auf. Auch seine Musik aus der Luft gegriffen. Martin Rüdschilling alias Shorty aus Bayern, der im richtigen Leben Versicherungen verkauft. Die Herausforderung ist vor allen Dingen, sich klarzumachen, dass man sich unglaublich zum Affen macht auf der Bühne. In der Vorrunde zeigt er sich alles andere als zurückknüpft. Fürs Weiterkommen reicht es nicht. Doch der bayerische Meister hat bei dem, was er da tut, mächtig Spaß. Gitarre spielen, ohne Gitarre zu spielen. Auch Daniel Moordrive Oldemeyer, Student aus Osnabrück, hat das zur Kunst erhoben. Alle Leute gucken einen an. Man ist trotzdem irgendwie ganz allein in seinem Film. Die Musik ist laut. Es ist unbeschreiblich einfach. Das muss man, glaube ich, selbst mal gemacht haben. Seine Bühnenauftritte meist schrill mit viel Pink und Glitzer. Dem Publikum und der Jury gefällt's. Beim Vorentscheid Platz 2 und damit sicher im Finale. Dann auf die Bühne zu gehen, das ist eigentlich der große Schritt. So von neben der Bühne, von ich kann's eigentlich, ich weiß, was ich machen will. Und das dann auch vor den Leuten zu präsentieren und dabei Bock zu haben und das auszustrahlen. Das ist echt nicht ganz einfach. Please welcome from Germany, Moordrive! Auftritt Daniel. Genau eine Minute hat er jetzt Zeit, sich zu beweisen. Die Jury gibt Punkte von 4 bis 6. Bewertet werden Talent, Technik und Bühnenpräsenz. Und davon haben auch die anderen einiges zu bieten. Fingerfertige Luftgitarrenkunst im höchsten Tempo. Dieser Kerl hier zeigt am Ende mehr Energie als alle anderen. Aristoteles aus den USA. Luftgitarrenweltmeister 2016. Alle zusammen rocken für eine friedliche Welt. Damit ist es ihnen ernst, so schrill sie auch daherkommen. Herrlich, sieht auf jeden Fall nach jeder Menge Spaß aus.